Guten Morgen, es ist schon sehr spät, 10.18 Uhr. Wir haben verschlafen heute. Ich mache mal eben den Staubsauger aus, warte. Ich war jetzt... Fokus, hallo? Fokus, Fokus, Fokus. Ich war jetzt über eine Stunde mit dem Smurfy im Feld spazieren. Das tat so gut, das war richtig schön. Wir haben 2 Grad. Ich sehe aus, ist egal, ich erzähle euch alles in Ruhe jetzt. Und Bernd und Calvino sind ausliefern. Und das machen die ja nicht jeden Tag, aber genau an einem Tag, wo die liefern, müssen wir verschlafen. Wir sind um 7:45 aufgewacht und dann so, oh mein Gott. Ja, dann habe ich ganz schnell für die Brote gemacht, dass sie die mitnehmen können zum Ausliefern, dass sie halt was zu essen haben. Hab allen einen Tee und Kaffee gemacht in Thermobechern zum Mitnehmen. Ich auch, weil ich wollte ja die große Runde mit Smurfy machen. Hab gedacht, ja super, hast du richtig Energie. Ich fühle mich immer noch richtig gut und habe mich auch heute Morgen richtig gut gefühlt. Ja, und wollte schön die Schleppleine nehmen und meinen Tee und spazieren gehen mit dem Smurfy in die Felder. Und was habe ich vergessen? Mein Tee. Egal, das war richtig schön, mal so ausgiebig spazieren zu gehen wieder. Das Smurfy hat sich, glaube ich, auch total gefreut. Wir haben ganz viele Menschen getroffen, mit Abstand natürlich. Ich habe noch ganz dreckige Hände von der Schleppleine, die muss ich gleich mal waschen. Aber jetzt wollte ich erstmal einen Tee trinken. Das Smurfy konnte ganz viel mit anderen Hunden spielen. Ja, das war richtig, richtig schön und angenehm. Jetzt nicht, dass ich da sofort hin, der ist platt jetzt. Gut, jetzt, was wollte ich euch denn noch erzählen? Keine Ahnung, der sah aus wie Sau jetzt gerade, der Smurfy, habe ich ihn erstmal abgerubbelt. Meine Schuhe sehen aus wie Sau, meine Hände sehen aus wie Sau, die Leine sieht aus wie Sau, aber egal, es war den Spaß wert. Genau, ich wollte euch erzählen, dass wir ja gestern bei der Hebamme waren und die gesagt hat, dass halt das noch dauert mit dem Baby, obwohl jetzt nur noch, ich glaube, 6 Tage, 7 Tage, ich weiß nicht genau, bis zum ET sind. Aber dass halt der Kopf noch weiter runter muss und der Muttermund weiter auf muss, also, oder verstreichen muss, keine Ahnung, es dauert halt noch. Es wird wahrscheinlich nicht eher kommen. So, und das hat mir so eine innere Ruhe gegeben, dass sie das gesagt hat. Ne? Ich war halt so, dadurch, dass ich so viele Übungsvenen oder Senkvenen oder keine Ahnung die ganze Zeit hatte, habe ich immer gedacht, das kommt bestimmt eher. Und ich war so unruhig innerlich. Ne? Und jetzt vertraue ich einfach der Hebamme. Und das gibt mir halt innerlich so voll die Ruhe, dass ich so sage, ach, das habe ich jetzt noch eine Woche Zeit. Und die hat auch gesagt, weil Bernd sagt immer, ich soll mich schonen, was ja lieb gemeint ist, ne? Aber ich habe dann auch hinterher schon zu ihm gesagt, aber schon jetzt, also selbst wenn die jetzt kommt, ist ja nicht schlimm, die kann ja kommen. Ist ja, also ich muss mich ja nicht schonen. Und das hat die Hebamme halt gestern auch nochmal gesagt, ne? Die Michaela muss ich nicht schonen, die kann ruhig laufen. Klar, ich soll jetzt hier nicht einen Umzug machen, schleppen oder so. Aber ich kann halt spazieren gehen, ich kann ruhig den Haushalt alles machen. Ich brauche mich nicht schonen, wenn es halt losgeht oder die Fruchtblase platzt. Alles super. Und deswegen bin ich richtig tiefenentspannt und ich habe mich seit langem nicht so gut gefühlt wie heute Morgen. Ich hatte keine Wehen, so keine Senkübungs, was auch immer Wehen. Ich habe zwar Wassereinlagerung, aber egal. Aber ich konnte halt recht eine Stunde spazieren gehen. Das war so, oh mein Gott, voll schön. Ja, jetzt nichtsdestotrotz, hinter mir wartet auch noch ganz viel Arbeit. Die Küche aufräumen und das Bett wollte ich beziehen oben und Wäsche machen. Also ja, es ist nicht so, dass ich nichts zu tun habe und jetzt den Rest des Tages hier chill. Aber ganz entspannt und ruhig und ja, ich nehme euch wie immer mit durch den Tag, der Bernd, wenn er nachher mit Calvino kommt, vom Ausliefern wollte, der Paprika-Rahmgeschnetzeltes kochen, das gibt es dann nachher für uns alle zum Essen und was wollte ich noch? Ich muss noch das Video von gestern schneiden, von der Metro, das habe ich noch nicht gemacht und jetzt haben wir ja halt schon 10:30 gleich, glaube ich, habe ich gesagt, ja, 10.23 Uhr. Das hätte ich normalerweise schon fertig, aber ich habe so super geschlafen. Normal habe ich so Schlafprobleme in letzter Zeit oder in den letzten Wochen, Monaten. Also von 12 bis 7:45 und ich habe durchgeschlafen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich wach war. Luxus pur. Baby, jetzt habe ich dir vor Schnäuzchen gehauen. Jetzt Holz einkaufen hier in unserem Holzlager.
Ja, dann können wir das ja eigentlich alles nach unten auch mal bringen, ne? Die will ich nicht nach unten machen. Nee? Na, nachher wird das geklaut, ne? Nein, die Feuchtigkeit dann. Ach so. Und das Holz von unten? Ja. Das können wir daneben ein paar Tage hier lagern. Ach so. Okay. Boah, jetzt hat der Etty aber Glück gehabt. Gut, dass die Mutti gerade gefegt hat. Ist nicht schlimm. Ja, Bernd und Calvino sind wieder da, wie ihr seht. Und ich habe was bekommen. Tada! Ist der nicht schön? Pellets holen. Pellets. Diese zum Anzünden. Ja. Ja. Nur halbes Kästchen. Okay. Okay, hier ist noch immer Chaos im Wintergarten, den ihr immer noch nicht so ganz gesehen habt. Und hier sind die Pellets. Zum Zündeln. Zündeln. Hier. Bitte. Mache ich hier zu jetzt die Haustür? Okay. Ich mache hier gerade veganes Mett. Man kann sich es kaum vorstellen. Das sind Reiswaffeln, Wasser, Tomatenmark, Salz und Pfeffer. Und das muss jetzt erstmal ja, lange ziehen. Und dann zeige ich euch das nachher nochmal. Da kommen gleich noch Zwiebeln rein. Und ja, das schmeckt jetzt nicht wirklich wie Mett, aber es ist ein leckerer Brotaufstrich, der wenig Fett hat. Und ja, gerade als Schwangere, da darf man ja sowieso kein Mett essen. Also wenn jemand von euch schwanger ist und da Lust drauf hat auf Mett, das ist mal eine Alternative, ja, die man immer essen kann. Auch wenn man Cholesterinprobleme hat oder so. Da gibt es auch ganz viele Rezepte im Internet für überall, alles Mögliche. Ich mache das immer so frei Schnauze. Ich sehe jetzt schon, da kommt noch ein bisschen mehr von meinem Wasser-Tomatenmark-Zeug rein. Weil die ziehen natürlich ordentlich Wasser, die müssen richtig weich werden. Wenn die noch knusprig sind, dann ist das nicht so schön. Schaut mal, so sieht es jetzt aus. Schon schön aufgeweicht. Da fehlen jetzt nur noch die Zwiebeln, die muss ich ganz fein schneiden und mit da reingeben. Gewürzt habe ich schon mit Salz und Pfeffer. Und ich hatte das diesmal abgemessen, das Wasser, das waren 400 Milliliter Wasser. Und eine halbe Packung Tomatenmark, also 100 Gramm. Und die Reiswaffeln, das sind diese hier. Und die sind ja immer so abgepackt in solchen Päckchen. Zwei solche Päckchen sind das. Ja. Können wir noch zweimal mitmachen. So. Schmeckt schon sehr gut. Fehlen halt nur noch die Zwiebeln. Gehe ich aufs Sofa und gucke die Auswanderer zu Ende. So, ich wollte unseren Sauerteig für morgen ansetzen. Da kann ich morgen ein Sauerteigbrot machen. Wir hatten Namen gesucht. Ich hatte euch die in dem heutigen Video, was ihr heute gesehen habt, für euch das schon 3-4 Tage her, gesagt. Und am besten hat mir gefallen, wir suchen ja einen Namen für den Sauerteig, Bernd. Ja, Bernd das Brot. Ja, genau. Bernd das Brot steht zur Auswahl. Und die Elvira. Nein. Die Elvira hat, finde ich, den besten Tipp gegeben. Der wäre Schniedelwutz. Den fand ich cool. Welchen findest du besser? Bernd das Schniedelwutzbrot. Bernd das Schniedelwutzbrot. Die geh mal weg, du könntest gleich die Pfötchen an, dann bist du wieder am Miauen. Er sagt, dann gibt's wieder Leckerchen, das ist doch schön. So. Mir ist das egal, ich lasse die Zuschauer entscheiden. Du lässt das die Zuschauer entscheiden? Wie das heißt. Okay, also
Ihr habt drei Möglichkeiten. Stimmt ab. Ich schreib's in, oder schreibt ihr in die Kommentare. Bernd das Brot. Bernd das Schniedelwutzbrot. Nein. Oder Schniedelwutz. Hast du gesagt? Du sagst vier. So. Gramm Roggenmehl und 200 Milliliter Wasser. Und 200 Gramm Sauerteigansatz, der noch keinen Namen hat. Voll viele haben geschrieben, dass die so, dass wir die angesteckt haben mit Brotbacken. War ja für zwei Tage, ne? Das Essen, ja, für heute. Oh. Das riecht schon richtig lecker nach Knoblauch. So. Der muss jetzt bis morgen wieder gehen und dann kann ich morgen das wieder 200 Gramm wegnehmen und mit dem Rest einfach mitbacken. Ja. So. Was ist das? Kriegen wir Pakete wieder. Bernd hat irgendwas bestellt. Was ist es? Also, du wolltest mich überraschen, ne? Was ich für die Geburt gebrauchen kann. Erst hat er gesagt, das ist eine Überraschung. Ein bisschen, um mich zu schonen. Und dann hat er gesagt, soll ich es dir schon sagen? Dann habe ich gesagt, nein, jetzt möchte ich mich überraschen lassen. Um dich zu schonen? Was soll ich dich damit abwerfen? Zum Quetschen? Nein, da musst du leiden. Den Mund erfüllen. Bei der Geburt quetsche ich dich. Natürlich. Ist kein Slurpee, der macht den sofort kaputt. So Stressbälle halt. Stressbälle mit verschiedenen Gesichtern. Danke. Kann man sich immer erst gar nicht vorstellen, dass das ein Brot wird. Ja, ich mache mal erst einmal das Programm kneten und dann nochmal das Programm hier für beten, nicht, nein, für, wo ist es? Hier, French. Sieht man nicht. Da, French, 2. Bernd ist auch fleißig. Das waren Tiefkühlpaprika. Tiefkühlzwiebeln. Waren das auch, ne? Tiefkühlzwiebeln? Ja, haben wir da gehabt. Ja, und das wird Paprika-Rahm geschnetzeltes, aber ohne geschnetzeltes jetzt, ne? Ja, ohne. Okay, und Reis gibt es dabei. Hier, und der Etty, der ist ganz lieb. Der hat sich da hingelegt auf seinen Platz. Und der kriegt jetzt was dafür. Guck mal, Smurfy. Oh. Er hat nämlich schön mit mir auf dem Sofa geschlafen. Und wenn Herrchen kocht, dann fällt manchmal was runter. Da wartet er jetzt drauf. Darfst du nicht kratzen, dann wird es nur noch schlimmer. So, wir haben einmal Salat. Ich habe mir den mit Tomate, Gurke und Weißkohl noch verfeinert. Dann das ist Reis mit Paprika-Rahmsoße. Und es gibt Fischfilet von Vivera sind die, ne? Ja. Und Nuggets, ja. Volle Nuggets. Cool. Mit Ginger Öl gemacht. Bist du bereit? Ja. Also Leute, diese Kissen und Decken, die sind so super. Müsst ihr euch holen. Was ist los? Die sind so flauschig. Die gibt es auch im Internet zu kaufen. Das weiß ich, weil Bernd hatte gestern die Preise verglichen online, wo wir in der Metro waren. Was, Murphy? Ja, und die sind bei Amazon, ich glaube, 2 Euro günstiger, als wir bezahlt haben in der Metro. Oh, du bist so müde, ne? Ja. Was ist los?
Morgen wollten wir vielleicht mit ihm auf die Hundewiese gehen. Warte, ich guck mal, ob ich das Schild hier finde. Von der Decke. Kann ich euch die Marke zeigen? Götze. Maschitta Münsterland Qualität. Ist echt super. Wenn ich dran denke, dann suche ich euch den Link raus. Die sind so flauschig. Und ich habe schon gedacht, wenn dann die Livia da ist, dann kann ich mir die so hinlegen, dass ich eins habe zum Anlehnen. Und dann kann sie auf einem liegen, wenn ich dann so auf der Seite liege zum Stillen und so. Schon voll die Pläne. Beste Erfindung, diese Rollen und Decken. Fußball ist jetzt Ende und jetzt mache ich meine Auswanderer wieder an. Das Toastbrot ist gleich fertig und dann wollte ich mir Germknödel selber machen. Kennt ihr das? Mit Pflaumenmus und Mohn und Butter oder Margarine so flüssig darüber. Oh, da freue ich mich schon richtig drauf nachher. So, Toastbrot ist fertig. Das ist diesmal nicht so weit aufgegangen wie letzte Mal, das Toastbrot. Aber schmeckt bestimmt trotzdem. Und hier ist der Teig für meine Germknödel gleich. Ja, lecker, lecker. So, der Teig für die Germknödel braucht jetzt noch 12 Minuten. Und danach wollte ich ja den Brötchenteig ansetzen, der dann über Nacht gehen kann. Dann haben wir morgen frische Sonntagsbrötchen. Jetzt habe ich hier alle trockenen Zutaten und hier alle nassen Zutaten. Außer den Honig. Und da haben wir in Ungarn dieses Jahr Löwenzahnsirup geschenkt bekommen. Und ich sag euch, das ist so lecker. Dortmund hat gewonnen. Einige werden das schon wissen. Weil manche sind auch Dortmund-Fans. Schaut mal, hättet ihr gedacht, dass Löwenzahnsirup so honigmäßig ist? Unglaublich. Es schmeckt auch wirklich wie Honig. So. Und da kommt jetzt ein Teelöffel von rein, hier. Und dann mische ich das gleich einfach zusammen in den Automaten. Ich wollte euch das Rezept zeigen. Das ist das Rezept von Chefkoch für die Brötchen. Michis duftige, knusprige Übernachtbrötchen aus dem Breta. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber morgen in dem Vlog werde ich euch zeigen, wie die aussehen und wie die schmecken. Hier sind die Zutaten. Und ja, kann man auch ganz einfach veganisieren, wenn man möchte. Das muss ja jeder sehen, wie man das macht, ne? Jetzt kommt noch Mohn und Zucker da drauf. So. Und Pflaumenmus. Eigentlich kommt der da rein, der Pflaumenmus. Aber ich habe immer Angst, dass die platzen, die Dinger, dass der dann im Wasser rumschwimmt. Deswegen guten Hunger. Und da ich die Einzige bin, die hier Germknödel isst, werde ich die anderen roh einfrieren. Und dann kann ich sie nach Bedarf einfach einzeln entnehmen und auftauen und mit zubereiten. Und hier ist der Teig für die neuen Sonntagsbrötchen. Der geht jetzt nochmal, also wird nochmal 10 Minuten geknetet insgesamt und ja. So, meine Lieben, oh, das war so lecker, dieser Germknödel. Ich bin jetzt richtig satt, das tat richtig gut, so richtig fettig und lecker. ich habe heute tatsächlich zwei Brote gebacken, einmal den Teig für die Germknödel gemacht und den Teig für die Brötchen vorbereitet. Ein Backtag bzw. Teigvorbereitungstag. Während ich jetzt nochmal eben mit dem Smurfy gegangen. Der Smurfy stellt sich jetzt hier immer so an die Tür, wenn er raus möchte, ne? So eine bestimmte Gestik, nicht Gestik, wie sagt man denn? Also so Körpersprache hat er dann halt, wenn er raus muss. Und Bernds Eltern, die kommen ja hier hin, wenn es losgeht mit der Geburt, wenn wir ins Geburtshaus fahren. Und die fragen, also die haben keine Hunde und die fragen, haben gefragt, wie das denn, woher die wissen, wann sie mit Smurfy dann rausgehen müssen. Und dann haben wir halt immer gesagt, der stellt sich an die Tür, guckt erstmal 2 Minuten. Irgendwann macht er dann, und dann, wenn man nicht geht, dann, der wird halt immer lauter.
Ja, und wenn man dann nicht gehen würde, irgendwann würde er halt reinmachen, ne? Und jetzt haben wir gerade, wo er Smurfy hier an der Tür stand, ein Foto gemacht von ihm, wie er da stand, haben das den Eltern geschickt, so hier, das ist das internationale Zeichen für ich muss mal, ne? Damit die Bescheid wissen. Ja, es war wahrscheinlich nur witzig, wenn man dabei war, nicht für euch, sorry. Für euch war das jetzt bestimmt nicht lustig. So, ja, wie spät haben wir eigentlich? 21.18 Uhr. Wir haben jetzt hier NFL laufen. Da wollte ich mich jetzt vom Vlog verabschieden. Wir sehen uns morgen in alter Frische. Und morgen zeige ich euch die Brötchen. Oh, Bernd ist schon wieder da. Von dem Teig, den ich heute angesetzt habe. Also morgen sehen wir, ob dieser Teig gelingt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Da ist Murphy schon reingekommen. Ich muss sie noch Pfoten abtrocknen. Tschüss.